Die Bücher von Wolf Haas beginnen ja mit dem berühmten Ausspruch, jetzt ist schon wieder was passiert, und tatsächlich ist es auch so, man hat die ÖVP einmal mehr beim Schummeln und beim Schwindeln erwischt. Mehr dazu gleich nach dem Intro. Ich möchte eingangs einmal in gewohnter Weise all jene begrüßen, die neu zu diesem Kanal dazugekommen sind. Wer ebenfalls informiert bleiben möchte, bitte einfach ein Gefällt mir da lassen, ein Abo klicken und wem es nicht schnell genug gehen kann, die Glocke aktivieren. Es ist wirklich bemerkenswert, wie die ÖVP hinten und vorne dafür sorgt, dass es zu Unregelmäßigkeiten kommt, wie sie hinten und vorne versucht, die ganze Republik auszutricksen und wie sie sich schlussendlich immer richtet. Wir haben heute die Meldung erhalten, dass der Rechnungshof erneut die ÖVP-Wahlkampfkosten geprüft hat, nämlich jene vom Nationalratswahlkampf 2019. Und da hat man festgestellt, dass die ÖVP wieder einmal ganz, ganz massiv über das Ziel, über die höchst zulässigen Wahlkampfkosten hinausgeschossen ist und dass man hier schon wieder rund 1 Million Euro übersehen hat oder falsch angegeben hat. Und das führt dazu, dass die ÖVP einmal mehr wohl massiv Strafe bezahlen wird müssen. Aber schauen wir uns an, wie es zu diesem Bericht gekommen ist, denn da sieht man nämlich ganz klar, wie perfide die ÖVP hier vorgeht, wenn es darum geht, eigene Dinge zu verschleiern. Gerade im Zusammenhang mit dem Rechenschaftsbericht vom Jahr 2019 war es die ÖVP selbst, die mehrfach versucht hat, mit Fristverlängerungen und so weiter und so fort, diesen Rechenschaftsbericht hinauszuzögern, weil sie ganz offensichtlich bereits gewusst hat, dass man hier wieder mal entsprechend viel Strafe zahlen wird müssen. Also man hat zuerst einmal versucht, diesen Bericht zu verschieben, dann hat man noch ein bisschen herumgedoktert, dann ist man draufgekommen, dass man vergessen hat, 900.000 Euro in diesen Rechenschaftsbericht mit einzutragen. Und ja, genau das ist das, was der Rechnungshof jetzt auch festgestellt hat. Man hat wieder mal versucht zu verschleiern und ja, zu betrügen. Insgesamt hat es die ÖVP in den letzten Wahlgängen nie geschafft, hier entsprechende Regeln einzuhalten. Und da stellt man sich schon die Frage, warum gibt es überhaupt so ein Gesetz, wenn es der ÖVP sowieso schnurzpiep egal ist. Spannend ist in dem Zusammenhang auch, dass im Jahr 2019 niemand geringerer ÖVP-Generalsekretär gewesen ist als ein gewisser Karl Nehammer. Heute ist er der Chef der Bundesregierung als Bundeskanzler. Damals hat er aber als Generalsekretär ganz genau wissen müssen, wie die Wahlen organisiert werden und vor allem, wie es auch finanziell rund um die ÖVP ausgeschaut hat. Also wenn der Herr Nehammer jetzt davon spricht, das ist ja richtig gemeint, dass man da genau so genau nachsieht und so weiter, dann merkt man ja nur, dass er sich darüber ärgert, dass sein eigener Schwindeltrick hier aufgeflogen ist und dass man dem Rechnungshof eben kein X für ein U vormachen konnte. Dieser neuerliche Skandal bei den ÖVP-Wahlkampfkosten zeigt aber vor allem eines. Es zeigt, dass es eine Partei gibt in Österreich, die überhaupt kein Unrechtsbewusstsein hat. Eine Partei, die ständig versucht, die Grenzen des Gesetzes auszuloten und sie auch ständig überschreitet. Und eine Partei, der einfach mittlerweile wirklich das Wort Korruption auf die Stirn tätowiert zu sein scheint. Wenn wir uns nur überlegen, was in den letzten wenigen Monaten alles an Skandalen aufgebrochen ist im Zusammenhang mit der ÖVP, wird einem schon schwindlig. Ich möchte verweisen auf die Corona-Hilfen beim Bauernbund, ich möchte verweisen auf das Beinschab-Tool, wo man mit Umfragen ein ganzes Land hinters Licht geführt hat. Ich möchte darauf verweisen, dass es einen Inseratenskandal in Vorarlberg gegeben hat. Ich möchte darauf verweisen, dass wir als letzte Woche im Untersuchungsausschuss eine ähnliche Praxis auch in Niederösterreich nachgewiesen haben. Das heißt, diese Truppe ist durch und durch korrupt. Diese Truppe ist an nichts anderem interessiert, als daran, Steuergeld in die eigene Kasse auszuleiten. Sie ist an nichts anderem interessiert, als österreichische Institutionen für Parteizwecke zu missbrauchen. Und genau das ist der Grund, warum man eher früher als später dieser Partie den Stecker ziehen muss. Und auch das ist der Grund, warum genau deshalb auch die Grünen mit in die Verantwortung zu nehmen sind. Denn der viel zitierte Anstand, der hat sich schon längst am Absatz
umgedreht und ist davongelaufen. Und es ist jetzt natürlich auch eine Frage, wie lange die Grünen dieser korrupten Obertruppe noch die Mauer machen und wie lange sie noch in einer Regierung sitzen bleiben, die neben sämtlichen Misserfolgen, auf die man zurückblicken kann, noch obendrein dazu massiv korrupt ist. Das heißt also, hier ist es dringend, dringend nötig, bald Neuwahlen zu haben. Die Regierung kann es nicht. Die ÖVP hat sich um keinen Zacken geändert. Im Gegenteil, es ist noch immer die gleiche korrupte Truppe wie vorher. Es sind dort immer noch die gleichen Personen am Ruder und genau deswegen gehört sie auch entfernt. In diesem Sinne freue ich mich auf morgen.